Mr. Woodruff, Sie wurden positiv auf HIV getestet. Haben Sie jemals intravenös Drogen injiziert oder sind Sie vielleicht homosexuell aktiv gewesen? Homo? Haben Sie das gerade gesagt, Homo? Die Blutproben sind nicht von mir. Ach. Mr. Woodruff, wir schätzen, dass Ihnen noch 30 Tage bleiben. Eine kleine Neuigkeit für euch. Nichts tötet einen Ron Woodruff in 30 Tagen. Ein Protein, absolut nicht toxisch. Und das kann man nicht in den USA kaufen. Nicht zugelassen. Damit ließe sich doch ein Vermögen verdienen. Irgendwas zu verzollen? Nada. Die Einfuhr und der Verkauf illegaler Medikamente ist ein ernstes Vergehen. Sie sind nicht illegal, bloß noch nicht zugelassen. Ich hab dich gesucht, Lone Star. Hör zu, Tinkerbell. Entweder kriege ich mehr Geld oder neue Kunden. Sonst hab ich zu tun. Du verdienst unsere Mäuse nicht. Du kriegst 5%. 25. Friss oder stirb. Willkommen im Dallas Buyers Club. Sie spielen Arzt? Die behandeln sich selbst. Ich verkaufe keine Medikamente, sondern Mitgliedschaften. Walker, Dorsett, das sind Patienten. Ja, Sir. Das sind auch die Namen von Spielern der Dallas Cowboys. Ist ja ein irrer Zufall. Der Gerichtsbeschluss gestattet die Beschlagnahme aller nicht von der FDA zugelassenen Medikamente. Wir brauchen einen neuen Lieferanten. Checken Sie Amsterdam, China und Israel. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Wieso sind wir hier? Ein schickes Restaurant, eine wunderschöne Frau. Da hat man das Gefühl, wieder ein Mensch zu sein. Mr. Woodruff. Dauernd sterben Leute. Sie sind nichts als ein gewöhnlicher Drogendealer. TJ, das ist Rayon. Beschissener Schwuchteln. Ich hab nur ein Leben. Es soll was bedeuten. Just let me be your ticket home.